So, Spezialauftrag heute. An einem Rohbau, also hier wird neu angebaut. Und in der oberen Etage hat sich auf einem Gerüst, beziehungsweise auf Gerüstteilen, die an die Wand gelehnt wurden, eine Ringeltaube, oder haben sich zwei Ringeltauben angesiedelt, haben ihr Nest dort gebaut, Eier gelegt, Küken ausgebrütet. Die sind jetzt auch schon etwas älter, also haben schon ein bisschen Fieder. Und die sitzen jetzt da oben und jetzt kommen heute die Fenster. Also heute werden die Fensterrahmen eingebaut. Heute ist Montag, ich bin am Freitag informiert worden, dass hier eben Handlungsbedarf ist. Ich habe den Leuten die rechtliche Situation erklärt, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Es ist halt so, Genehmigung der Behörde liegt vor, das Nest darf umgesetzt werden. Jetzt ist die Situation hier im Außenbereich des Krankenhauses eigentlich eher suboptimal. Deswegen habe ich jetzt Folgendes geplant. Ich werde jetzt einen Korb in den Baum hier, neben dem ich stehe, einbauen. In diesen Korb werde ich das Nest mit den Küken reinlegen und werde bis heute Abend warten, gucken, ob die Eltern das finden, ob die das annehmen. Wenn die das nicht annehmen, müssen die Küken leider von Hand aufgezogen werden, dann muss ich die hier wegnehmen. Ich hoffe natürlich, dass sie in der Zeit nicht von irgendwelchen anderen Vögeln geholt werden, von Rabenkrähen zum Beispiel. Man kann zwar sagen, das wäre Natur, aber in diesem Fall ist es ja so, dass nicht die Vogeleltern diesen Nestplatz ausgesucht haben, sondern die haben einen sehr sicheren Platz gesucht, sondern ich habe den ausgesucht und da will ich natürlich nicht, dass den Kleinen was passiert. Ich werde eine Kamera anbauen, über die ich über mein Handy jederzeit reinschauen kann und nachsehen kann, ob die Eltern das Nest gefunden und angenommen haben. Sollte das bis heute Abend, wenn es dunkel wird, nicht der Fall sein, komme ich hier nochmal hin und hole die Kleinen dann. Und dann müssen die halt ein neues Nest anlegen. Aber ich versuche auf jeden Fall erstmal, die Jungtiere bei den Eltern zu lassen und eine Komplettumsiedlung des Nestes. Super. So, das ist schon mal gut. Zwei Kabelbinder. Gut halten. So, der Korb ist montiert mit vier Kabelbindern fest. Der sollte halten, auch beim Sturm. Das Ganze sogar besser geschützt als das eigentliche Ringeltaubennest ohnehin. Ringeltauben bauen leider meist eh nicht so gute Nester, spätestens wenn es stürmt. Oder wenn die Kleinen nicht aufpassen, fallen die relativ oft raus. Ich denke mal, das kann hier hoffentlich nicht passieren. Ich hoffe halt nur, dass kein Beutegreifer dieses Nest hier entdeckt. Und ich werde jetzt mal oben noch ein bisschen weiter oben meine Kamera montieren. Und dann komme ich gleich mit den Küken, setze die hier rein und dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht.
Und das hier ist eine Kamera, die läuft komplett übers Mobilfunknetz und ich kann damit direkt auf mein Handy streamen. Und zwar mit Infrarotfunktion, mit Tageslichtfunktion und mit Bewegungserkennung. Das heißt, wenn sich davor was bewegt, kriege ich von der eine Meldung. Ich kann auch die Empfindlichkeit einstellen. Ich kann aber auch jederzeit, wenn ich will, einfach selber reingucken. Die ist wasserdicht, der Akku hält einen Monat und die wird einfach dadurch aktiviert, wenn sie einmal angemeldet ist im System, dass man den Akku hinten reinsteckt. Und die klebe ich jetzt einfach mit Gaffertape ein bisschen über dem Nest an. Kurz warten, bis die sich registriert hat. Ja, Netz ist sehr gut. Sollte funktionieren. Sehr gut, das ist das richtige Geräusch. So, mit der gehe ich jetzt da hoch. Handy nehme ich auch mit für die Bildkontrolle. Und dann bauen wir die da mal ein. Da brauche ich tatsächlich nur Kamera und Klebeband. Vögel nicht irgendwie denken, was ist denn das, was da so leuchtet, so hell und weiß. Schön. Hier ist der Eimer. Ne, habe ich von oben eine gute Sicht rein. Sollte es nicht funktionieren, muss ich ja sowieso hier hochkommen und die Küken mitnehmen. Und das kann ich aber wirklich nur mit der Kamera kontrollieren. Vorteil, dass sie von oben kommt, ist auch noch der, da kann von keiner Seite die Sonne reinknallen, dass ich vielleicht mal irgendwann mal nichts sehe, sondern dadurch, dass ich eine Draufsicht habe, bin ich eigentlich immer in einem Bereich, der dann gut, also wo das Nest gut eingesehen werden kann, ohne dass die Sonne drauf knallt. Und die Linse ist sogar noch regengeschützt. Also wasserdicht ist die Kamera ohnehin, aber es könnte ja sein, dass Wasser auf die Linse kommt und die Bildqualität darunter leidet, einfach weil was vor der Linse ist. Das kann hier so auch ohne weiteres nicht passieren. So, kommen jetzt erst die Küken hier rein und das Nest dann da rein. Man muss jetzt zwar nicht zwangsläufig Handschuhe anziehen, wegen Geruch der Eltern und so, also dass die Eltern den Geruch von mir mitkriegen, das ist bei Vögeln ja nicht so. Aber da ist wahrscheinlich einiges an Kot am Nest. Das will ich mir jetzt nicht an die Kletterausrüstung schmieren. So, einen kleinen. Ja, oh, erschreck mich doch nicht so. Ist aber sehr wehrhaft, so. Ja, so, jetzt habe ich euch beiden schon. So, ja, komm, lass mal los. Du lass auch mal los. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich euch, okay. So, komm mal hier rein. So,
mal. Gucken, ob ich das Nest hier heile reinkriege. Ach, das ist echt. Ah ja, es könnte klappen. Zumindest ein Großteil. So, ich habe jetzt den Großteil des Nestes, also eigentlich fast zu 100% hier im Korb. Ich werde jetzt gleich erst den Korb am Baum hochziehen, das Nest in den anderen Korb, in den im Baum eingebauten Korb einbauen. Und dann ziehe ich die Kleinen in der Kiste hoch und setze sie rüber, in der Hoffnung, dass alles klappt. Ich bin mal gespannt. Deswegen habe ich meine Heckenschere dabei. Ob das passt? Ja, das passt. Gut, mehr muss es auch nicht sein. Das reicht völlig. So, Nest ist soweit vorbereitet. Jetzt kommen die Kleinen. Und ich hoffe mal, die bleiben sitzen. Wenn die jetzt viel kleiner wären, wäre es nicht so problematisch. Aber die sind schon in einem Alter, wo das auch in die Hose gehen kann. Jetzt geht das nur noch in die Richtung, aber nicht in die. So, ab jetzt werden die Kleinen vorsichtig hochgeholt. So, wenn ich jetzt loslasse, blockiert das. Ist halt die Frage, was ist besser? Setze ich beide gleichzeitig rein oder einen nach dem anderen? Nein, bleib mal hier. So. Nein, hier bleiben. Ja. Ihr seid in eurem Nest. Da bleibt ihr auch. Thank you.
Das Umsetzen war erstmal ein voller Erfolg. Ich war mir nicht so sicher, ob die überhaupt da drin sitzen bleiben. Hat aber geklappt. Jetzt müssen die Eltern die nur noch finden. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Schwierigkeit. Wenn die bis heute Abend im Dunkeln nicht drauf sitzen, werde ich das über meine Kamera sehen und dann komme ich hier zurück und hole die ab. Der Hoffnung, dass sie dann noch im Nest sitzen. Ja, Versuch ist es wert. Es ist so ein Einsatz, den man so nicht alle Tage hat. Das ist auch was, was man echt mal ausprobieren muss, weil man das nirgendwo nachlesen kann, wie es geht. Ich hatte ja schon gesagt, eine behördliche Genehmigung für das Umsetzen des Nestes lag vor. Ja, nur das muss man natürlich auch dementsprechend vernünftig machen. Ich würde mal sagen, ich habe hier alles gemacht, was möglich ist. Ein etwas höherer Baum mit mehr Grün, vielleicht eine Kiefer oder sowas, die stehen ja auch, aber zu weit weg. Wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, das war jetzt der nächstmögliche Baum am Nest. Der ist leider noch nicht grün, ich hoffe mal, das funktioniert. Aber garantieren kann ich es natürlich nicht. Ja, das Umsetzen des Nestes war auf jeden Fall ein Erfolg, das kann man ganz klar sagen. Die Eltern haben das Nest gefunden und das, obwohl der Standort ein völlig anderer, in einer ganz anderen Höhe war. Das war nur ungefähr auf 4 Meter Höhe im Baum und vorher in der, ich weiß gar nicht mehr, 4. oder 5. Etage von einem Gebäude. Jetzt könnte es da definitiv nicht mehr sein, weil die Fenster sind mittlerweile drin. Und es hat aber super funktioniert und das weiß ich nur, weil ich die Kamera da oben drüber angebracht habe. Und weil ich die Kamera oben drüber angebracht habe, weiß ich auch, dass als ich gestern Abend nochmal nach dem Rechten sehen wollte, das Nest auf einmal leer war und keine Taubenküken mehr in dem Nest waren. Jetzt bin ich gerade da gewesen, habe mir das vor Ort angesehen. Ich habe direkt unterm Baum noch 2 Flügel gefunden und ganz viele Federn. Das zweite Tier habe ich nicht gefunden, das habe ich gesucht, auch mit Wärmebildkamera, ich habe alles abgesucht, aber da gibt es 1 Million Versteckmöglichkeiten. Höchstwahrscheinlich ist es aber auch nicht mehr da, wurde weggeschleppt von irgendeinem Raubtier, irgendeinem Beutegreifer, ob es jetzt eine Rabenkrähe war. Okay, die Rabenkrähen, die fressen das eher vor Ort, weil das wäre zu schwer für die, aber ein Bussard kann das locker mitnehmen oder auch ein Marder. Man weiß es nicht, ich werde es auch nie erfahren, ich habe die Kamera nicht auf Automatik gehabt, weil sonst wäre der Akku zu schnell leer. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Fakt ist, die beiden haben es nicht geschafft. Jetzt kann man sich natürlich fragen, so viel Aufwand für 2 Tauben,
muss ich ganz klar sagen, ja, so viel Aufwand für zwei Tauben, definitiv. Weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit den ganzen Tauben. Wir haben mittlerweile so viele Taubeneinsätze, dass ich nicht mehr weiß, wo ich die noch alle unterbringen soll. Und es sollte sowieso immer die Option sein, dass man die Tiere bei den Eltern lässt. Genau das habe ich getan. Es hat geklappt. Die Eltern haben die Tiere eine Woche lang versorgt. Ich habe das jeden Tag überprüfen können. Es ist also bestens gelaufen. Es zeigt, das Umsetzen von Nestern ist unter bestimmten Bedingungen und nur und ausschließlich in Absprache mit den Behörden durchaus machbar. Es zeigt aber auch, dass diese ganze Scheißtechnik, die ich immer einsetze, einem auch mal zum Verhängnis werden kann, weil sie einen im Tag verdirbt. Wenn man nämlich dann sieht, dass am Ende dann trotzdem die beiden in die Nahrungskette eingegangen sind. Das ist leider so und ich sage auch immer noch, so viel Aufwand für zwei Tauben, die es dann am Ende nicht mal geschafft haben. Ja, auf jeden Fall, weil wenn ich so viel Aufwand nicht betreiben würde, bräuchte ich im Prinzip gar keinen einzigen Einsatz machen, weil letzten Endes sehr viele Tiere und gerade sehr viele Jungtiere in die Nahrungskette eingehen. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Von unserer Seite aus, also wir Menschen können einfach nur alles Mögliche tun, um denen eine Chance zu verschaffen und die Chance haben die definitiv gehabt. Und alles andere macht dann die Natur. In dem Fall war es die Natur, da konnte kein Mensch was für. Die hatten vorher sicherlich einen besseren geschützten Platz als der, den ich denen gesucht habe. Aber den ich gefunden habe, war der einzig mögliche, meines Erachtens, der in Frage kam, damit die Eltern die Jungen überhaupt finden. Der war nicht ganz so gut geschützt. Also wenn dann eine Rabenkrähe oben drüber geflogen ist, hat die das gesehen. Wenn dann ein Bussard oben drüber geflogen ist, hat er das gesehen. Oder ein Habicht oder was auch immer. Aber letzten Endes ist es bei jedem Tier so, dass vielleicht über teilweise ein halbes Jahr aufwendig gesund gepäppelt wird, vorher operiert wurde, sagen wir mal eine Kanadagans mit einem Flügelbruch und das wird aufwendig operiert, die wird wieder ganz gesund, kann nach vielleicht 3 Monaten wieder raus. Man hat da Kosten gehabt, man hat viel Energie reingesteckt, es haben sich viele Leute damit befasst, Tierärzte, die Leute in der Wildvogelstation, wir vom Tiernotruf und am Ende wird die 2 Tage später vom Fuchs geholt. Nur da erfahren wir es nicht, weil die Kanadagans hat ja nicht die ganze Zeit eine Kamera dabei. Diese Taubenküken hatten halt leider eine Kamera dabei, im Nachhinein leider, muss ich sagen. Die Kamera war wichtig, weil ich brauchte diese Kamera, um überhaupt beurteilen zu können, ob die Eltern die finden, weil hätten die die nicht gefunden, hätte ich das über die Kamera gesehen und dann hätte ich die natürlich abends oder spätestens in der Nacht irgendwann abgeholt. Aber ich habe ganz klar gesehen, nach ein paar Stunden haben die Eltern die gefunden und haben auch angefangen, die zu versorgen. Habe das eine Woche lang beobachten können und vielleicht hätte ich da irgendwo einen Schlussstrich ziehen müssen, aber ich habe dann halt noch einen Tag mehr beobachtet und dann war es halt leider so, dass die beiden es nicht geschafft haben. Manchmal möchte ich sowas gar nicht wissen, es verdirbt mir auf jeden Fall den Tag, gar keine Frage, ich habe jetzt echt schlechte Laune, aber ich habe jetzt gerade ein paar Entenküken mit ihrer Mutter freigelassen, 5 Entenküken, vorher waren es 10 Entenküken, ist mir gesagt worden, die sind geschlüpft in irgendeinem Hinterhof, wo die nicht rauskamen, also so ein Innenhof von einem Gebäude, mit einem Gewässer allerdings dran, wo die also durchaus ein paar Tage Nahrung hatten. Da sind wohl vor 3 Tagen noch 10 gewesen und jetzt heute sind es nur noch 5 gewesen. Ich habe auch noch eine Rabenkrähe mit einem Küken wegfliegen sehen. Auch da muss man ganz klar sagen, 80% der Entenküken schaffen es nicht. Wieso mache ich mir überhaupt so einen Aufwand und rette eine Entenfamilie? Dann könnt ihr auch einfach sagen, wenn die es eh alle nicht schaffen, klar kann man das machen. Ich mache es nicht. Ich möchte, dass jedes Tier eine Chance hat und die Chance gebe ich den Tieren. Ob die es jetzt am Ende schaffen, ich werde es nicht erfahren. Fakt ist, die sind draußen. Schönes Gefühl gewesen, die da freizulassen. Alles Weitere regelt jetzt die Natur. Und damit dieses Video nicht ganz so beschissen endet, hier noch die Bilder vom Freilassen der Entenfamilie in Zeitlupe.